Der Martin sitzt im Dunkeln. Am dritten Advent aus Deutschland verbunden. Da lassen wir uns mal überraschen, wie es hier losgeht. Guten Morgen allesamt. Am dritten ist Deutschland, Internetqualität. Kann es gar nicht glauben. Gut angekommen bin ich. Ich hoffe, das macht mit dem Internet hier keine Probleme. Es ist Deutschland. Ich verstehe es nicht. Könnt mich sehen, könnt mich hören. Ja, ich sitze, wie gesagt, hier vor dem Fenster und geworden. Ich hoffe, die Internetverbindung bleibt jetzt mal stehen. Ja, Michael, willkommen in der Realität. Also Lina ist auch schon dabei. Guck mal, die ist auch schon auf. Der Erik, Flugomat, Benny, Michael, ja. Es werden wohl noch ein paar mehr. Ich habe mir was zum Frühstücken vorbereitet. Gemeinsames Frühstück am dritten Advent. Ja, Verbindung ist so lala, genau. Ich hoffe, das stabilisiert sich hier. Unglaublich. Ich bin sprachlos. So, ich habe mir schon einen Kaffee gemacht. Ich muss auch gleich nochmal hier rüber zur Küche quasi. Ich habe nämlich meinen Kaffee schon vorbereitet. So, Kaffee kommt. Guck mal hier, ich habe den Weihnachtspullover an. Ist das was? Extra für den dritten Advent. So, ich habe mir nämlich auch ein Brötchen gekauft. Ich war gerade, muss ich erzählen, angekommen in der Realität. Ich mach's mal, wir haben mal Zeit. Ein bisschen Zeit, nicht zu viel, weil Family ruft. Ja, der Pullover ist schon nicht schlecht, oder? Hab ich gestern erstanden. Guck mal hier, ein richtiger Bommel dran. Ja. Ich bin im Zeitstress. Ich bin heute Morgen beim Bäcker gewesen. Mein Sohn, der Patrick, wohnt ja nebenan. Und mein Enkelkind ist zu Besuch. Und da habe ich vier Brötchen gekauft und ein Hörnchen für 5,42 €. Na gut, das waren jetzt zwei Mohnbrötchen, ein Körnerbrötchen, ein normales Brötchen. Naja, und das Hörnchen halt. Nicht belegt. Nein, nein. So, Justin ist im MBK Center. Guck mal hier. Mein Flug war gut, nur der Anschlussflug von Dubai nach Düsseldorf, der hat sich um 90 Minuten Abflug verschoben. War aber nicht ganz so schlimm. Ich habe derweil in der Business Lounge gesessen. Wegen meines Silberstatus kann ich da ja sitzen. Und da war es nicht ganz so schlimm. Da konnte ich noch ein bisschen essen und trinken. Obwohl, das ist ja alles. Du kriegst ja auf dem Flug so viel. Ja, beim ersten Flug kriegst du was. Dann kannst du in der Lounge noch ein bisschen essen. Ich hatte also normalerweise überhaupt keine Zeit für die Lounge. Ich hatte nämlich nur 20 Minuten von dem einen Flug bis zum Boarding des nächsten Fluges. Guten Morgen, Holger aus dem Sauerland. Oder? Wo bist du? Nee, Moment. Hannover, ja. Nong Khai, Dorfleben in Thailand. Guten Morgen, liebe Grüße in den Norden. Ja, wie gesagt, ich habe kein Licht angemacht. Soll ein bisschen weihnachtliche Stimmung sein. Ich habe hier sogar drei Kerzen. Koffer in Heathrow, ja, das kann dauern. Ich habe hier sogar drei Kerzen. Guck mal, für den dritten Advent. Da sind so Teelichter drin. Ja, das sind so. Habe ich aus meinem Bestand noch nie gebraucht. Heute aus der Verpackung rausgeholt. Schon ja, vor Jahren mal gekauft. Problem nur, kein Feuerzeug. Also bleiben die Kerzen heute aus. Ja, da sind die Teelichter drin. Ich dachte immer, das wären elektrische gewesen. Guck mal, wie gesagt, nie gebraucht. Heute erst mal ausgepackt. So, jetzt habe ich den Kaffee schon hier auf dem Tisch.
Ja, Holger, nee, ich verwechsel dich nicht. Ich habe dein Wohnort verwechselt. Hannover, Göttingen, ja. Das ist ja alles eine Ecke. Nein, nein, Holger, wie kann ich dich verwechseln? Nein, nein. Nur, wie gesagt, muss ja alles wieder zusammenpassen. Ja, Kaffee ist schon hier. Jetzt brauche ich noch ein bisschen Zucker. Moment, ich hole mir noch ein bisschen Zucker. Und dann zeige ich euch, was ich mir jetzt eigentlich machen wollte. Bin ein bisschen spät dran, weil ich beim Bäcker, wie gesagt, noch war und dann hier das Einrichten hat so ein paar Probleme gegeben. Was heißt Probleme? Hab ja von hier aus noch nie einen Stream gemacht. So. Und ich wollte mir noch ein Frühstücksei machen. Ein Frühstücksei. Der Peter Thailand aus Chiang Rai im Norden. So. Hab löslichen Kaffee hier. Meine Kapseln sind alle. Habe auch gedacht, da wäre noch was drin. Franka, guten Morgen. Stefan ist auch schon auf. So. Ich mache mal gleich noch ein Frühstücksei. Und dann muss ich euch erzählen, wie ich das mache. Denn ich habe da eine bestimmte Vorgehensweise. Ich habe hier einen Egg-Timer. Kennt ihr das? Peter in Bangkok, ja, wisst ihr, ich bin bald auch wieder zurück. Dauert nicht mehr lange. Ich habe hier einen Egg-Timer, guck mal hier. Den legst du mit dem Ei oder mit den Eiern in das Wasser rein und dann verändert sich hier die Farbe. Und dann hast du auf einmal ein weiches, mittleres oder ein hartes Ei. Testen wir. Gute Frage. Ich habe da glaub schon mal darüber gesprochen. Ich habe den Jungen selbst nicht erreicht, aber ich habe die Großmutter erreicht, wo der Junge eine Zeit lang gelebt hat. Dann ist der Junge aber zu seinem leiblichen Vater im Osten von Thailand irgendwo. Lass mich überlegen. Das war relativ weit von da entfernt, deswegen bin ich da nicht mehr hin. Aber dem Jungen geht's gut. Der ist mittlerweile schon, was hast du gesagt, 14 Jahre. Und von daher habe ich da alles, ich habe eine kleine Aufmerksamkeit noch hinterlassen, die Großmutter dann wohl hoffentlich dem Jungen zugeführt hat. Nein, nein. Ich habe also auf jeden Fall die Gewissheit bekommen, dass es ihm gut geht. Die hat ihn auch angerufen, der Junge. Wir haben natürlich nichts verstanden. Aber so Winke, Winke gemacht und war alles gut. Ja. Ich bin warm angezogen. Ja, es ist auch frisch draußen. Ich glaube, wir haben 6 Grad hier, wo ich bin. Und es wird jetzt langsam immer heller. Deswegen, das Bild sollte gleich auch noch ein bisschen besser werden. Ich wollte die große Lampe nicht anmachen. Dann sitze ich hier wie in der Wartehalle. So, der Kaffee kommt hier aus der guten Tasse für den Papa. Ja, aus der Papatasse. Herrlich. Nescafé übrigens. Nescafé Crema. Koh Chang, eine meiner Lieblingsinseln, weil sie nicht so klein ist, da kann man noch ein bisschen was machen. Koh Samet ist auch schön, aber wie gesagt, wenn du da bist, dann bist du schnell durch. Der Michael wärmt die Sauna auf, ja. Da habe ich gerade noch ein Video gesehen von jemandem, der war in Kitzbühel im Winterurlaub. Ein Zimmer, also quasi so eine Ferienwohnung oder Suite schon, mit eigener Sauna, mit Balkon, eigener Sauna, im Schnee. Wunderschön. Ich habe übrigens meinen nächsten Flug schon gebucht. Nicht zurück nach Thailand, sondern den hatte ich ja schon. Den nächsten Flug nach Deutschland. Also Karneval, Helau und Alaaf. Ist gebucht. Der Uwe in Hamburg, 3 Grad, 9 Grad. Dritter Advent, 9 Grad. Ja, wie gesagt, es ist frisch, aber nicht fröstelig. Der Stefan hat gebucht. 16 Tage Koh Samui. Ja. Wie gesagt, Koh Samui bin ich immer nur durchgereist, wenn ich von Koh Tao oder Kumpagan kam, Richtung
Suratani. So, jetzt mache ich das Ei. Das Ei kommt jetzt zusammen mit dem Ecktimer in den Topf. Lasse ich es mal eben kochen, muss ich im Auge behalten. Und dann zeige ich euch gleich das perfekte Frühstücksei. Ich möchte es mittel haben, weich bis mittel. Also, wisst ihr Bescheid. Ich muss mal eben hier, kann euch ja mitnehmen. Ich will das Telefon aber nicht zu sehr bewegen, sonst weiß ja nie die Verbindung hier. Also, kommt das Ei. So. So, das sollte jetzt anfangen zu kochen gleich. Und ich habe, wie gesagt, mir zwei Mohnbrötchen geholt. Patrick hat ein Körnerbrötchen und normales bekommen und der Junge ein Hörnchen. Ja, ich bin gut angekommen. Allerdings viele negative Nachrichten hier gehabt. Also nicht von meiner Familie, sondern so im Bekanntenkreis. Wieder jemand gestorben und so weiter. Und in meinem Alter, jünger sogar noch. Und da vor Weihnachten. Unglaublich, oder? Umgefallen, einfach umgefallen. Olli, moin, moin. Ja, ich komme, wie gesagt, am Silvesterabend komme ich in Thailand wieder an, in Bangkok. Ich weiß noch nicht, wo es hingeht. Wir schauen mal. Ich denke mal, am Central World werde ich wohl auftauchen. Oder auf der Khao San. Ich muss auf jeden Fall irgendwo hin, wo was los ist. Und das Problem ist, beim Central World, wenn du da nicht früh genug bist, kann sein, dass ich schon ein bisschen spät bin. Ich kenne das sogar von den Jahren vor Covid. Das ist mit Absperrungen und so weiter. Und irgendwann, wenn das Gelände voll ist, lassen ja auch keinen mehr drauf. Wegen der Sicherheit. Ja, da sind die ziemlich rigoros. Und selbst wenn du auch einmal drin bist, ja, und gehst dann raus, kommst nicht wieder rein. Also da musst du dann in dieser Area bleiben. Deswegen weiß ich noch nicht, ob ich da hingehe. Wahrscheinlich wird es die Khao San. Weil ich komme von da nicht mehr gut weg. Wenn ich einmal wieder zurück bin in Thailand, um 19 Uhr am Flughafen, dann muss ich erstmal in die Stadt. Je nachdem, ob du Verspätung hast oder nicht. Ich habe ja Gott sei Dank nur Handgepäck dabei. Da werde ich also keine Probleme haben, dass ich aufs Gepäck warten muss. Und Immigration wird auch nicht voll sein am Silvesterabend. Ich denke mal, die meisten werden da nicht gerade ankommen. Ja, und dann schauen wir einfach mal. Christina, guten Morgen. Ja. So, gestern Abend war ich Martinsgans essen. Die Aktion ging bis gestern. Und da habe ich eine Gans gegessen mit Bratapfel und Rotkohl und Kloß. Ein Kloß war dabei, genau. Ein großer. So, ich esse mir jetzt schon mal ein bisschen Mohnbrötchen hier, ja? Guck mal hier, Mohnbrötchen mit Käse. Das Ei dauert noch ein bisschen. Der Harry hat die Nacht durchgemacht, bestimmt wieder. Ich hoffe, es wird langsam hell draußen. Seid ihr auch am Frühstücken? Ich wollte heute mal auf den Weihnachtsmarkt. Auf einen deutschen Weihnachtsmarkt. Ich bin noch nicht genau sicher wo. Wahrscheinlich in einer kleinen Nachbarstadt hier. Mohnsemmel und Blaukraut. Käsebrötchen. Ich höre mein Enkelkind nebenan.
Ja, das ist natürlich gut. Rooftop kann man schön feiern. Bei mir ist wie gesagt so, ich muss irgendwo hin, wo Leute sind. Ich habe keine Einladung bekommen, irgendwo, also. Ja, trockenes Brot nicht wegwerfen, ist immer wieder für eine Verwendung gut, ja. Guten Morgen an alle. Gänsebraten. Und vorher gab es noch eine Fischsuppe, eine Bouillabaisse. Mein Sohn Marvin arbeitet ja noch in einem Restaurant in der Nähe und wird sich am 1. März mit einem eigenen Restaurant selbstständig machen. Und da waren wir jetzt heute noch mal quasi das letzte Mal an seiner jetzigen Arbeitsstätte. High Class Restaurant. Ja, kostet. Darf ich gar nicht erzählen. Gänsebraten, das war so Gans. Ein bisschen was von der Brust. Ein bisschen was vom. Wisst schon? 49 Euro die Portion. Ohne die Fischsuppe, die kam noch mal. Aber der Laden war voll. Kein Tisch mehr. Kein Tisch mehr zu bekommen. Alles ausgebucht. Seit 1980, ja, da habe ich ja noch nicht mal gewusst, dass es Thailand überhaupt gibt. Ich bin jetzt genau nächste Woche am Heiligabend, bin ich das erste Mal vor 10 Jahren nach Thailand geflogen. Ja. Ich fängt an zu kochen, warte mal eben. So, immer schön aufpassen. Jetzt habe ich es ein bisschen runtergedreht, damit er nicht so stark kocht. Mir das eigentlich, wenn es anfängt zu tänzeln, geht uns das Ei noch kaputt. Also, ich kann empfehlen, gegenüber vom Icon Siam, da gibt es ein paar Läden, da kann man schön die Kulisse auch sehen, weil da gibt es auch ein schönes Feuerwerk auf dem Fluss. Ja, deutsche Brötchen, ich liebe sie. Bin auch beim Bäcker gewesen, nicht im Kiosk oder so oder nicht selbst aufgebacken. Deswegen sind die auch ein bisschen teurer, aber gestern Morgen habe ich mir ein einzelnes Brötchen geholt. Ganz normales, stinknormales Brötchen, 47 Cent. 47 Cent. 100 Gramm kriege ich ja nicht in den Mund, also immer noch ein bisschen. Hier, der Papa. Ja, was ist denn so der Preis bei eurem Bäcker des Vertrauens um die Ecke? Ich habe nicht schlecht gestaunt. Also, ich hätte jetzt so gedacht, 30 Cent oder so. Nächstes Jahr wird es noch teurer. Na gut. Bin gespannt. Alexander, Heiko backt selber. Ja, Adina hat mir auch erzählt, Bratwurst, 9,50 Euro. Eine Bratwurst noch nicht mal in dem richtigen Brötchen, in so einem Softbrötchen. Guten Morgen, Ralf. Ja, gemeinsames Frühstück hier am 3. Advent.
Ei ist gleich fertig. Ja, haben wir noch nie gehabt, ein gemeinsames Frühstück. Wenn ich dann, selbst beim letzten Mal, war es ja für mich Nachmittagszeit. Und das ist jetzt mal ein richtiges deutsches Frühstück. Ja. Deswegen, ich will auch mal auf den Weihnachtsmarkt gehen, um einfach mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, was hier in Deutschland im Moment so für Preise aufgerufen werden. Also früher, da ist ja, weiß ich nicht, wenn du 20 Euro dabei hattest auf dem Weihnachtsmarkt, war ja früher auch schon teuer, aber ganz genau, Olli, bei 9,50 Euro würde ich gar nicht runterbekommen. Ja, das würde mir ja im Hals stecken bleiben. Aber das, was machst du da? Mit dem Laszlo war ich frühstücken die Woche, mein anderer Zwillingssohn, am Freitagmorgen. Wir hatten jeder zwei Brötchen und einen Kaffee. Aber belegte Brötchen, ja. 15,50 Euro. Zwei Frühstücke. Ja. Sag ich, nehme mal. Ah, nee, ich nehme es nicht mit. Ja, das wird jetzt was. Ich zeige euch gleich, wie das aussieht auf dem Ecktimer. Der ist perfekt. Ja, Ulrike, ich weiß, der Silke macht einen Livestream für die Mitglieder. Viel Spaß. Ich hatte mit ihm schon heute Morgen schon geschrieben, ja genau. Ist ja auch ein Frühaufsteher und er ist ja sowieso, ne, wegen der Zeitverschiebung. Ja, hab Spaß beim Livestream, ist der letzte dieses Jahr. Und für diejenigen, die nächstes Jahr teillernen möchten, wartet noch ein paar Tage. Es gibt einen super, super Weihnachtsdeal. Ja, das ist... Ach, die Steffi ist auch da. Guten Morgen. Schönen dritten Advent. Ja. Guck mal hier, Steffi. Der Martin hat einen Weihnachtspullover an. So, jetzt kommt das Ei. Warte. Bin gleich wieder bei euch. Ei abschrecken. Dann zeige ich euch, wie das aussieht. Eben, das hat was machen. Bin gleich da. So, und zwar hier im Topf gemacht, weil ganz klassisch, das Ei werde ich gleich öffnen, dann werdet ihr staunen, wie das aussieht. So, und hier der Ecktimer, so sieht das Ganze jetzt aus, ja, siehst du genau, es müsste jetzt so sein. Ja, also da sind ja die Einteilungen drauf, siehst du, habe ich mal in England gekauft. So, und jetzt kommt die Wahrheit. Also, das Ei wird geöffnet, traditionell. Das ist jetzt weich. Ja, Moment. Guck hier. Das ist ein Ei, oder? Zack. Die Thailänder, die können ja auch gut Eier machen, also Spiegeleier. Bin ich immer wieder von begeistert, wie die diese Eier hinkriegen. Ja. Mit der Papatasse, ja guck hier. Für den besten Papa der Welt. Achtung Abzocke, Stefan, hast du recht? So, jetzt geht's weiter hier. Gemeinsames Frühstück, das ist doch was Feines. Ich habe die paar Tage, die ich jetzt hier bin, ich bin noch nicht lange hier, aber ich habe schon so viel gegessen, ich komme aus dem Essen gar nicht raus. Das Eigelb muss flüssig sein. Jetzt pass auf. Das hier, guck mal hier. Da. Das ist Eigelb, oder? Oh mein Gott. Habt ihr Werbung? Gut.
Weihnachtswerbung. Ja, Sebastian, das ist der Fortschritt, der Lauf der Zeit. YouTube muss auch was verdienen. Ein bisschen kriege ich ja davon ab. Ist verschwindend gering, aber so ist das normal. Wie hart gekocht mache ich sie gerne dazu auf ein Brot hinein oder so. Aber das Frühstücksei sollte es schön weich sein. Weich bis mittel. Ja, und jetzt kommen wir dazu. Ich habe es ja vorhin angesprochen. Also ich fliege im Februar wieder zur Karnevalszeit nach Deutschland. Und da bleibe ich bis zum 2. März. Mutti, Mutti ist auch da. Moin, moin. Und kulinarische Kultur in Deutschland, ja, das ist Deutschland. Frühstückszeremonie. Ja, Heiko, an deiner Stelle nichts wie weg. Tschüss, Adelina. Viel Spaß heute in Köln. Adelina geht nämlich heute ins Musical mit ihren Angestellten. Weihnachtsfeier ist heute. Und danach noch auf dem Weihnachtsmarkt. Ja. Es schmeckt, so ein deutsches Frühstück schmeckt. Ist ja so, ein Brötchen finde ich ist immer ein bisschen wenig, zwei sind schon wieder zu viel. Heiko, hau rein, pack die Koffer und nichts wie weg hier. Ralf, ich bin noch nicht sicher, ob ich nach Köln oder Düsseldorf zum Karneval gehe. Hier, der Pullover, der ist der Weihnachtsmann. So, Karneval, weil meine Kinder, die Zwillinge, die haben Geburtstag. Ich habe kein Abo bei der Airline, aber ich zahle. Ja. Ich habe aber jetzt meine Meilen eingesetzt, da gab es ein Angebot, dass man nochmal 50% obendrauf als Bonus bekommen hat. Und in den Tagen zwischen Karneval und dem 1. März, da fliege ich vielleicht innerhalb das weiß ich gar nicht, meine Malen wären es noch gültig geblieben bis zum Sommer, aber Emirates Kreditkarte habe ich nicht. Ich habe immer noch meine normale von meiner Hausbank. Ich fliege mit Emirates fast nur, ja, weil wenn du einmal angefangen hast, Punkte zu sammeln, dann überlegst du dir schnell mal, ob du mit einer anderen fliegst oder nicht. Deswegen fliege ich immer gerne. Ich glaube, man kann bei Emirates auch die Punkte verlängern, gegen eine kleine Gebühr. Ah, da muss ich mich mal informieren. Das ist ein guter Tipp. Türkisch ist auch sehr gut.
Wie gesagt, aber wenn du einmal angefangen hast, eine Airline zu bevorzugen, dann bleibst du dabei, weil ich habe jetzt für den nächsten Flug habe ich über 500 Euro Rabatt bekommen durch den Einsatz meiner Punkte, meiner Meilen. Und deswegen, es macht sich dann hinterher bezahlt. Kostet zwar manchmal der Flug von Haus aus ein bisschen mehr, aber ist dann auch egal. Weil ich fliege nicht gerne in einem durch. So 12, 13 Stunden da rumzusitzen, da kriege ich Thrombosen. Ja, und einen am Helm kriege ich da auch noch. Deswegen der kleine Zwischenstopp in Dubai mache ich sehr gerne. Bin mit Thai Airways noch nie geflogen, also zumindest nicht international, nur so Domestic Flights. Hauptsache man kommt an. Ich habe noch nie Lebensmittel mitgenommen, aber ich habe ja durch meinen Silberstatus, ich kann 42 Kilo Gepäck mitnehmen. Was ich auf jeden Fall mitnehmen werde. Deswegen bin ich jetzt schon am Überlegen, ob ich nicht doch mal einen Koffer aufgebe. Ich habe ja keinen Koffer. Ich fliege ja normalerweise mit Rucksack. Was soll ich hier nach Deutschland T-Shirts mitnehmen? Macht ja keinen Sinn, ne? Jetzt bin ich am Überlegen, weil ich so viel Freigepäck habe, ob ich nicht wirklich mal so ein paar Sachen mitnehme und dann mit dem Koffer fliege. Weil, dann kann ich auch mal so Deodorant mitnehmen, zum Beispiel. Also sehr teuer in Thailand. Deodorant ist, also solche Sachen. Und so ein paar, vielleicht ein paar Lebensmittel, die es da nicht so häufig gibt oder wenn dann zu teuer sind. Joe, was mache ich beruflich? Ja, beruflich, ich mache nur noch. Ich habe mal LKW gefahren, aber jetzt mache ich nur noch YouTube. Man muss sich halt einschränken. So, jetzt kommt noch ein Mohnbrötchen mit Leberwurst. Ja, mit leckerer Leberwurst. Ich sehe auch schon bald aus wie eine Leberwurst. Ich nehme immer, aber das ist eine andere Sache. Nächstes Jahr wird alles besser. Ich weiß noch nicht genau, was Silvester passiert, aber ich lasse es euch wissen. Gummibärchen, ja gut. Hier so Haribo und sowas, ja genau. Schokolade, Rittersport, Parfüm, ja weiß ich gar nicht. Gibt es da Unterschiede? Ja, Klamotten kannst du natürlich gut mitnehmen. Von da, so Hosen und so weiter, aber wann soll ich das alles noch machen? Löwensenf, gute Idee, gute Idee. Düsseldorfer Löwensenf. Und? Ja, süßen Senf braucht man in Thailand nicht wirklich, oder? Für eine Rasierschaum, einmal. Rasierschaum, die haben sie ja nicht alle in Thailand. Ich weiß gar nicht, wie die dazu kommen. So ein Mini-Dingen. Rasierschaum kostet da schon 3 Euro. Also. Rasierschaum und Deo. Genau, das war's. Es wird überhaupt nicht hell draußen. Irgendwie. Joe, vielen Dank. Beim Straßenverkehrsamt war ich am Freitagmorgen. Meinen Führerschein verlängern. Für den Fall der Fälle, mein LKW-Führerschein. Der muss ja alle 5 Jahre verlängern. Wenn du das nicht machst, dann ist er futsch.
Und man weiß ja nie. Ich bin gerade im Ennepe-Ruhr-Kreis, zwischen Wuppertal und Hagen quasi. Pralinen, ja. Ich habe hier eigentlich einen großen Koffer, will ich gar nicht mitnehmen. Ja, du meinst, ich sollte jetzt wirklich so viel einkaufen und dann wäre es keine Frage, darüber nachzudenken. Aber ich denke dann darüber nach, dass ich unter Umständen auf den Koffer eine Stunde warte und am Silvesterabend läuft mir die Zeit davon. Fläschchen Schnaps, ja, Schnaps ist ja nicht so teuer. Es sei denn, du willst ja, also in Thailand, den Thai-Schnaps, der ist ja billig. Höchstens mal einen Jägermeister mitnehmen oder so, meinst du? Das könnte man auch machen, ja. Der Stream läuft, oder? Kein Ruckler mehr. Ich habe schon gedacht, das würde eine Katastrophe geben hier. Echt? Die Immigration hat doch jetzt ab seit dem Freitag gibt's doch jetzt auch die Passkontrolle, elektronische Passkontrolle. Mit Face Recognition. Schauen wir mal. Jägermeister, genau. Der Harry ist da. Einen schönen Advent, dritten. Harry, ich bin gleich fertig mit dem Frühstück. Ein schönes deutsches Frühstück ist immer was Feines. Ich habe mich schon eingedeckt. Ich habe drei neue Pullover gekauft. Das war einer davon. Harry, Harry, guck mal. Ich habe den Weihnachtspullover an. Ho, ho, ho. Ja, das habe ich mich auch gefragt, wie das funktionieren soll. Gibt es dann keinen Stempel mehr oder wie? Ich werde es euch berichten. Nee, nee, für die Thais gibt es die ja bis jetzt schon. Da gibt es schon diese elektronischen Dinger. Und seit dem Freitag, seit dem 15. sollen das auch ne, normale. Wie das dann geht, weiß ich nicht. Weil du musst ja dann, wenn du ein Visum hast zum Beispiel, muss ja jemand kontrollieren auch vielleicht. 3 Grad in Frankfurt, Mutti. Ich habe hier 6 Grad heute Morgen gesehen. Selbstgemachten Kräuterschnaps. Also quasi der Thai-Jägermeister. Nee, noch nicht. Ja, ich frage mich nur, wenn du ein Visum hast, wie das dann funktioniert. Das Visum muss ja auch erkannt werden. Und wenn du nur die Hauptseite einlegst oder das Visum ist dann hinterlegt, kann natürlich sein, Gerät dann deinen Pass verifiziert und ja schon weißt, weil dein Visum im System eingegeben ist, dass du ein Visum hast. Also
Ja, die Arrival Cards haben sie abgeschafft während Covid. Das sollte nur vorübergehend sein, aber mittlerweile gibt es sie nicht mehr. Ich werde euch berichten. Ja, Mutti, wann geht's los? Ist ja auch bald soweit. Ich mache mich gleich auf den Weg und gucke, dass ich mit dem Enkelkind auf den Weihnachtsmarkt gehen kann. Da freut er sich auch. Am 30. Ja, bei mir auch. Ich fliege auch am 30. Ich fliege am 30. hier los und komme am 31. an. Genau, Sebastian, so wird es sein. Das ist alles im System und dann erkennen die das. Ach, Mutti fliegt erst, ach, nach Weihnachten erst. Ah, ja. Ja, Weihnachten, ich bin also nicht im Stress, aber ich bin ausgebucht, sagen wir so. Am 31. morgens 6.30 Uhr kommst du an. Na, ich komme abends an. Uwe, am 13.02. Am 13.02. fliege ich zurück. Da sehen wir uns am Flughafen. Können wir uns die Hand geben. Aber du kommst ja dann wahrscheinlich erst am 14. an. Ja. Ich bin also Valentinstag, bin ich hier in Deutschland. So ist das. Das ist ja das lange Karnevalswochenende. Ja, ich werde wahrscheinlich nach meiner Ankunft, wie gesagt, Silvester feiern. Und dann wird es wahrscheinlich an dem 3., am 3. werde ich wahrscheinlich nach Pattaya fahren. Mein Vater behilflich sein, mit der Immigration sein Visum zu verlängern. Das muss er nämlich bis zum 4. machen. Harry, väterliche Pflichten. Ja, väterliche Pflichten, gut. Am 14. geht's weiter. Ist das Kuala Lumpur? KL? Kuala Lumpur. Ja, wie gesagt, nächstes Jahr, da stehen mehr Reisen auf dem Plan. Wir schauen mal. Ja, Kuala Lumpur. Sehr schön. Bin ich mal gewesen. Leider zur Ramadan-Zeit. Das war ein bisschen. Ja, aber habe ich in Dubai auch schon mal erlebt. Da ist es ein bisschen anders. Zu Zeiten des Ramadans. Ja, selbst als Tourist bekommst du da nicht alles und die Läden sind nicht immer geöffnet und. Aber wie gesagt. Die beste Zeit im Moment. Also, als ich jetzt abgeflogen bin, war es richtig schön warm. Es hat noch ein paar Tage vorher, hat es mal sich so ein bisschen abgekühlt. Zumindest in der Nacht. Das sollte ja jetzt ein bisschen in den Abendstunden, also in den Nachtstunden, ein bisschen kühler werden. Was sagt kühler? Dann wird es mal nur noch 20 Grad in der Nacht. Angenehm eigentlich. Da kann man, wenn man auf dem Land ist, sowieso. Aber in Bangkok. Da wird es nicht so schnell, da kühlt es sich nicht so schnell ab, weil die Stadt, die speichert die Hitze so sehr. Also das ist schon. Ja, ich will auch unbedingt Vietnam, Kambodscha, liegt ja nebenan. Ne? Also da wäre man ja blöd, warum in die Ferne schweifen, wenn die Ute liegt so nah. Und deswegen Vietnam, Kambodscha,
Indonesien ist auch schön, möchte ich auch mal hin. Ja, ich habe auch gesehen, es hat kaum geregnet im Norden, ja. Also richtig schön Glück gehabt. Aber jetzt ist eh die Zeit, wo es nicht mehr so viel regnet und von daher. So, die letzte Hälfte nochmal mit Käse. Da bin ich aber auch satt. Wie gesagt, ich sage immer, ein Brötchen ist zu wenig und zwei sind zu viel. Dann noch das Ei dabei. Sumatra, ganz genau. Bali, ich glaube, Bali würde ich auch gar nicht erstmal, wenn man länger da ist, kann man natürlich mal auch einen Abstecher dahin machen. Aber ja, aber Sumatra ist schon toll. Auch Jakarta, die Großstadt, möchte ich unbedingt auch sehen. Ich bin ja eher so ein Großstadtmensch. Unbedingt. Auch Malaysia habe ich ja auch noch nicht viel gesehen. Ich war schon ein paar Mal da, aber eher nur Kurzaufenthalte. Damals noch wegen Visa-Geschichten. Vietnam auch ganz schöne Strände und auch schön viel Streetfood. Ja, ist ja mein Dingen. Und deswegen. Vitamin. Vietnam und Kambodscha natürlich. Da möchte ich auch eine Fahrt machen mit dem Zug von Bangkok aus nach Kambodscha. Wir haben schon mal drüber gesprochen. Das werde ich auf jeden Fall mal machen. Kostet so gut wie nichts. Haben wir eine schöne Zugfahrt. Da an dem Grenzübergang gibt es nämlich auch einen Markt und so weiter. Da werde ich mal einen Tagesausflug dahin machen, zur Grenze nur. Ja, Da Nang, genau, ist sehr berühmt. Also es gibt ja so viele schöne Orte, nicht nur in Asien. Genau, Aranya Pradesh, das ist der Grenzübergang. Der Zug, der hält bei mir vor der Tür. Ja, das Zugvideo möchte ich gerne sehen. Genau, das Eisenbahnvideo im Führerstand. Da bin ich gespannt. Lass es uns wissen, kannst du gerne in der Gruppe teilen. Ja, Laos, Myanmar auch. Sehr preiswert da oben. So, fertig mit Frühstück. Wir machen auch heute nicht so lange, weil, wie gesagt, das Enkelkind, die Familie ist jetzt quasi im Mittelpunkt. Ich bin voll im Einsatz. Vielleicht kriege ich noch ein Video hin auf dem Weihnachtsmarkt. Mal gucken. In Laos war ich auch noch mal visamäßig.
Chiang Mai ist auch so schön und groß. Ich hätte das nicht gedacht, dass auch so viele Menschen wohnen da oben. Also, das ist schon sehr, sehr stark bewohntes Gebiet, weil die umliegenden, also das Umland, ja, ist ja nicht nur Chiang Mai, die Stadt selber, sondern auch im Umland. Das hätte ich nicht gedacht. Siem Reap und Angkor Wat, ja, das ist wirklich viel zu sehen. Mutti, ich bin auch gleich weg. Also von daher, ich mache nicht lange heute, weil, wie gesagt, Familie. Familienzeit. Ja, man kann in den Tempelanlagen, auch nicht in Ayutthaya, sondern Alzheimer. Schön mit dem Fahrrad fahren auf jeden Fall. Mal, Ennepetal ist auch dabei. Ja. Ja, ich bin in Gebelsberg. Sukhothai, ja, jetzt, ne, Dankeschön, Sukhothai habe ich gesucht, ganz genau. Da kann man auch schön mit dem Radl fahren, ja, sehr große Anlage. Und dann gibt es ja noch gibt es ja zwei große Tempelanlagen, einmal das, ihr wisst schon, und dann Richtung, naja, auch ein schöner Streetfood-Abendmarkt. Bin ich einmal während Covid gewesen auch. Schöne Gegend auch. Stefan, tschüss, tschüss. Ja, Nikolas. Hallo, Nikolas. Der Papa ist auch dabei. Der Christian. Siehste, ja, die Fahrräder sind natürlich altertümlich, ja, die da an den Tempelanlagen vermietet werden, aber die kosten ja auch nichts. Ja, ich weiß nicht, verschwindend gering. Kann man schön durch die Gegend fahren. Ja. Wie gesagt, wir müssen mehr reisen. Ja, nächste Woche müssen wir mal gucken. Nächste Woche ist Heiligabend. Da gibt es wahrscheinlich ein Martin on Tour Spezial. Kleines Live nochmal. Vielleicht aus der Küche. Ich koche am Heiligabend, aber mache ich dann nur ein Stündchen auch. So einen kleinen Einblick in die Küche. Ich weiß aber noch nicht genau. Wir schauen mal. Ja, ne? Wer bremst, hat Angst. So ist das. Ja, es gibt wirklich schöne Gegenden. Schade ist immer nur, wenn man wirklich nur Urlaub hat und viel sehen will, dann ist man auch mächtig im Stress, ja, so eine Rundreise zu machen, weil der Urlaub geht so schnell vorbei. Also. Und ich bin einer, der nicht lange an einem Ort bleiben kann. Was koche ich denn? Ja, es wird Rinderrouladen geben. Und das gibt es am Heiligabend. Hat sich die Adelina gewünscht. Wer bremst, verliert. So war das, oder wie? Ja, genau. Wer bremst, verliert. Und wer aufhört, hat Schuld. Ja. Ja, wie gesagt, es gibt Rinderrouladen. Was dazu gibt, wissen wir noch nicht genau. Auf jeden Fall Klöße. Kartoffelklöße. Und irgendein Gemüse. Dann gibt es eine Vorsuppe und eine Nachspeise.
Volker war im Gockelhaus, ja, wunderbar. Ich, wie gesagt, ich kann auch nur Gutes sagen. Und Philippinen steht auch auf der Liste, auf der großen Liste. Live kochen mit Martin, ganz genau. Chachengsao, wirklich auch schön. Auch der Tempel, der Heiko, der hat einen Post in der Gruppe gemacht, in der Facebook-Gruppe. Dieser Tempel ist wirklich auch einmalig. Ja, mit diesen bunten Skulpturen. Bin ich auch schon gewesen, beim letzten Mal nicht. Ist ein bisschen außerhalb. Ja, mit der Füllung. Also ich stehe ja, die Füllung mit Speck und Zwiebeln ist mein Favorit eigentlich. Müssen wir mal gucken. Hackfleisch bzw. Mett gäbe es auch noch. Also zwei Varianten wahrscheinlich. Müssen wir mal gucken. Der Speck ist nicht für jeden. Ja. Schürze, ja, Schürze, ich werde euch zeigen, was ich anziehe. Ihr werdet staunen. Der Martin als Koch. Gibt es noch einen schönen Wein dabei in der Küche? Ja. Wird nicht hier bei mir zu Hause stattfinden, sondern bei einer meiner, ihr wisst schon, Ex-Frauen. Also die Adelinas Mutter quasi. Da werden wir das Heiligabendmahl einnehmen. Ja. Ja, wie gesagt, wird auch nicht lange sein. Heiligabend, da haben ja viele auch selbst Familie und selbst was zu tun. Und wie gesagt, the same procedure as every year. Das ist dann eine Woche später, aber ne, ihr wisst schon. Speck, Zwiebeln, Senf und Gurke. Ja, ganz genau. Löwensenf und Gurke, richtig. Das ist traditionell, oder? So mögen wir es. Würstchen mit Kartoffelsalat. Ich habe es so oft gesagt, das ist ein traditionelles Heiligabend-Gericht auch. Würstchen mit Kartoffelsalat habe ich nie machen dürfen. Heute geht es auf den Weihnachtsmarkt, Dieter. Heute, ja, wahrscheinlich nicht weit von hier. Ich muss mal gucken. Ich habe ja ein Auto im Moment zur Verfügung. Uwe, ich bin auch gleich weg. Ist die Stunde gleich rum? Eine Stunde wollte ich auf jeden Fall machen. Wir haben schon eine Stunde rum. Guck mal hier, du. Ja, ich war eine Minute zu spät heute. Heute geht es auf den Weihnachtsmarkt. Vielleicht kriege ich da auch noch ein bisschen was hin. Einen kleinen Eindruck mitnehmen in einem kleinen Video für euch, damit ihr auch seht, wo ich mich rumtreibe. Wir schauen mal. So, Kaffee ist nämlich auch leer. Also alle gleich. Ja, die Zeit geht so schnell rum. Und dann ist ja Silvester ist sonntags. Natürlich. Da bin ich ja dann abends vielleicht nochmal. Wir müssen mal gucken. Melde ich mich auf jeden Fall, weil um Mitternacht werde ich wahrscheinlich nicht live sein in Bangkok zur Silvesternacht, weil da wird das Netz überlastet sein. Das kenne ich aus den Jahren davor. Das machen wir nicht. Eventuell gibt es dann einen kleinen Livestream am Abend, am späten Abend Bangkok-Zeit, weil wie gesagt, ich komme ja erst um 19 Uhr abends an. Dann schaue ich mal. Oh, vielen Dank für das Lob, Peter. Vielen Dank. Ja, ich gebe mir Mühe. Ich gebe mir Mühe. Ja, wie gesagt, ich werde es bekannt geben, wo ich bin, aber ich habe noch keinen genauen Plan. Ich habe noch ein paar Bekannte, die auch irgendwo feiern wollen. Ich habe gesagt, ich gehe nur irgendwo hin, wo was los ist. Also ich gehe nicht irgendwo auf eine private Feier oder so, weil ich dann kann ich auch mal ein bisschen was übermitteln. Na, an meiner Gemeinde hier. Ralf,
einen schönen dritten Advent noch, euch auch eine schöne Adventswoche noch, weil wir ja noch ein paar Tage Weihnachtszeit, noch ein bisschen Weihnachtsgeschenke einkaufen und so weiter. Ich habe fast alles zusammen. Ein Geschenk fehlt mir noch, da war ich gestern unterwegs, muss ich nochmal raus die Woche. Aber so ist das eben. Kaulack, sehr, sehr schön. Sehr schön, ja. Die haben schöne Hotelanlagen da unten, ja, und auch preiswert. Also, kann man gut hin. Ja, Leute, wie gesagt, es sollte heute eine Stunde werden. Wir haben gemeinsam gefrühstückt. Ich muss noch hier mein Kram wieder wegräumen. Und dann geht es gleich mit dem Enkelkind auf den Weihnachtsmarkt. Es bleibt wohl trocken heute. Morgen soll es ein bisschen regnen. Ich sage nur eins, bleibt gesund, Leute. Schön, dass ihr dabei wart heute mal wieder am Sonntagmorgen. Nächste Woche, wie gesagt, gibt es so einen kleinen, ich weiß nicht genau, welche Uhrzeit, ich muss mal gucken. Zeitplan steht noch nicht fest. Aber ich versuche auch zwischendurch die Woche nochmal ein, vielleicht sogar zwei Videos zu übermitteln. Wir schauen mal. Ich wünsche euch alles Gute. Habt einen schönen Sonntag. Lasst es ruhig angehen. Die Zeit ist hektisch genug. Riecht euch nicht auf, seid lieb zueinander und wir sehen uns dann im Livestream wieder und unter der Woche vielleicht in einem ein oder anderen Video. So machen wir es, ja? Sebastian auch, Quattro Sassi, allen einen schönen dritten Advent und bis bald. So, und jetzt gucke ich mal, ob ich das hier, ich mache jetzt mal was anderes. Mal gucken, ob ich den Stream hier beenden kann. Ich sage Tschüss. Bis bald. Ciao.